Wahrscheinlich ist dort der Brief drin, der meine Poppy belastet. Aber wieso versteckt er ihn? Warum trägt er ihn immer mit sich herum? Ja, wahrscheinlich, weil er weiß, dass sie nach dem Versteck suchen würden. Ich muss ihn Stahl abnehmen. Wo ist der Brief? Fassen Sie mich nicht an, Himmelgott, nochmal! Der Brief! Geht es um den hier? Schluss mit diesem Kinderkram. Was machst denn du da? Das sind doch ganz neue Schuhe. Wieso wirfst du sie weg? Du glühst ja. Hast du jetzt Fieber? Was mache ich denn jetzt? Vielleicht Meisterwurz. Alles essen? Meine Oma hat mir das mal auf eine Wunde geschmiert. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wirkt das antibakteriell. Vielleicht gibt's das hier irgendwo. Kann ich dich kurz allein lassen? Mach dir keine Sorgen. Wir suchen uns bestimmt schon. Beeil mich, okay? Bin gleich wieder da. Weil du Blasen an den Füßen hast? Neue Schuhe müssen eben eingelaufen werden. Ja, und genau darauf habe ich keine Lust. Aber du kannst doch nicht einfach neue Schuhe wegwerfen. Ja, dann wirf sie in die Altkleidersammlung, wenn es dein Gewissen beruhigt. Was ist denn los mit dir? Hast du wieder Schmerzen? Nein! Warum reagierst du dann so gereizt? Weil es mich nervt. Wegen ein paar blöder Schuhe ewige Diskussionen zu führen. Hör auf, mich zu bemuttern. Was heißt ewige Diskussion? Manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Du weißt, was ich von Erpressung halte. Damit hast du dich eindeutig auf die Seite deines Ex-Mannes geschlagen. Ach, das ist doch Unsinn. Du fällst mir schon wieder in den Rücken. Wie bei dieser Sache mit Paulines Anteilen. Jetzt hör auf. Sonst pochst du immer so auf die Wahrheit. Nur wenn sie wehtut, dann willst du sie nicht hören. Die Wahrheit ist, dass ich eure ewigen Hahnenkämpfe so leid bin. Es liegt nicht an mir, dass der immer noch hier ist. Jede Chance, ihn loszuwerden, hast du von Anfang an vereitelt. Als würde ich gegen eine Wand reden. Friedrich. Gib doch zu, dass es überzogen war. Die kleine Schweizer mag nicht die hellste sein. Ja, wohl wahr. Aber dass sie deswegen die Leidtragende ist. Nur weil du und Werner einfach keine Ruhe geben können. Sie anzuzeigen, das war nicht fair. Ja, vielleicht war es nicht fair, sie damit reinzuziehen. Ja, und eure
Prügelei vorhin? Es war auch keine Prügelei. Sonst sähe dein Ex-Mann jetzt anders aus. Ja, okay. Du hast ja recht. Es war albern. Und der Brief ist wirklich? Ja, auf die heilige Charlotte ist doch immer Verlass. Kenn ich nicht. Charlotte, meine Ex-Frau. Ach so, ja klar. Man muss ja nur an ihren Anstand und an ihre Moral erinnern. Das Allerbeste war das dumme Gesicht von ihrem Friedrich. Ich hätte so gern Mäuschen gespielt. Ja, aber der Anhörungstermin bei der Polizei bleibt ja leider nicht erspart. Oh nein, ich muss da trotzdem hin. Du solltest auch nicht zu spät kommen. Können wir das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen? Die müssen der Anzeige nachgehen, auch ohne Beweis. Aber alles halb so schlimm, Poppylein. Werner, die Polizei findet immer alles raus. Oh! Ja, glaubst du wirklich? Da habe ich aber ganz andere Erfahrungen gemacht. Am besten, ich gebe einfach alles zu und dann ist die Strafe nicht ganz so hart. Ach, Unsinn. Aber in den Gerichtsshows, da sagen die Richter immer, dass das so ist. Ja, lass mich doch nur machen. Du kommst mit? Ja. Aber darfst du das denn für mich sprechen? Du bist doch kein Anwalt. Nein, aber ich weiß, wie man mit Polizisten redet. Also ich habe ein paar Mal versucht, ihn zu erreichen, aber ich krieg nur die Mailbox. Man muss nicht immer erreichbar sein. Ja, aber dann sollte man wenigstens pünktlich zum Dienst erscheinen als Chef. Ja, das sagen Sie am besten persönlich. Ja, aber der Dietrich zum Beispiel, der würde ich schon mal zutrauen, dass sie der Arbeit fernbleiben will, aber... Passen Sie auf, wie Sie über Ihre Kollegen sprechen, ja? Aber Niklas Stahl würde sein Team niemals im Stich lassen. Warum ist mein Sohn nicht in der Küche? Deswegen bin ich hier. Ja, und weil er nicht arbeitet, meinen Sie, Sie müssen auch nichts tun? Na, ich vertrete ihn doch. Seit wann denn das? Seit gestern. Egal, auf jeden Fall, Sie sind von Ihrem Ausflug noch nicht zurück. Was für ein Ausflug? Herr Wegner, was ist hier los? Niklas und Patricia sind PR-mäßig unterwegs. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also er wollte heute Vormittag zurück sein, ich erreiche ihn nicht und wir sind allein in der Küche. Na bravo. Und wo sind die beiden hin? Ich weiß es nicht. Das wird ja immer schöner. Wissen Sie was? Ja, sie wollten Kräuter sammeln, aber er hat irgendwas gesagt, war aber nebenbei. Was ist denn das wieder für eine Schnapsidee? Finden Sie raus, wo die beiden sind. Ich versuch's. Und Sie sehen Sie zu, dass Sie in die Küche kommen. Bin schon weg. Besser. Ich hoffe, das schmeckt. Wenn du das jetzt nochmal sagst, dann kriegst du es wirklich zu essen. Aua, aua. Oh Offiziell deine persönliche Kräuterhexe. Du bist aber eine liebevolle Hexe. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Zeug auch wirklich hilft. Okay. Okay. Ich versuch's nochmal. Ah! Oh Gott! Lass gut sein, lass gut sein. Komm, lass.
Ich suche uns nochmal was Nahrhaftes. Kannst doch kaum laufen. Aber du musst was essen. Und ich habe auch Hunger. Gleich wieder zurück. Also dieser Polizeiobermeister Fritzler. Kurs vom Fritz. Ja, der war wirklich nett. Der hat gesagt, dass ich mir wegen der Anzeige überhaupt keine Sorgen mehr machen brauche. Poppelein, ich hab's dir doch versprochen. Ich regle das. Champagner bitte, ja? Zwei Gläser Champagner? Eine Flasche aus meinem Privatbestand. Sehr gerne. Was? Eine Flasche? Ja, die kriegen wir schon leer. Oh nein, ich habe doch seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Ich habe in weiser Voraussicht die Fürstensuite geblockt. Falls wir richtig feiern wollen. Und ob wir das wollen? Oh nein, jetzt bin ich aber ganz schön aufgeregt. Kaum ist die eine Aufregung vorüber. Es gibt keinen Grund, weder vor der einen Aufregung noch vor der anderen Aufregung aufgeregt zu sein. Ja, das sagst du. Aber so cool wie du bin ich nicht. Also wie du gerade mit diesem Pommes Fritz da gesprochen hast, das war schon... Eine ganz normale Unterhaltung. Ja, genau. Ich weiß ja schon nicht mehr meinen Namen, wenn mich der Schaffner nach der Fahrkarte fragt. Und meistens habe ich eine. Na, du bist mir so eine. Und jetzt habe ich ja dich. Meinen Ritter, der mich aus allem raushaut. Oh nein, das gibt's ja nicht. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich bin momentan nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe umgehend zurück. Niklas, ich bin's. Wenn du die Mailbox abhörst, dann melde dich bitte. Wir machen uns Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Also, ruf mich an. Nur weil er nicht erreichbar ist. Weil er mit Patricia unterwegs ist. Wäre nicht mein erster Sohn, dem sie was antut? Ich sehe da keine Parallelen. Niklas ist der Einzige am Fürstenhof, der sie gerne hat. Sie sogar heiraten will. Es geht ihr doch gar nicht um Niklas. Sie will sich an mir rächen. Aber weil sie mir nichts anhaben kann, dann macht sie sich an ihn ran. Ja, ich halte sie auch für gefährlich. Aber Friedrich, sie ist keine Psychopathin, die kaltblütig mordet, so wie ihre Schwester. Die sind beide aus demselben Holz geschnitzt. Jetzt mal doch den Teufel nicht an die Wand. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Setzen Sie sich doch zu uns. Sehr gerne. Der Herr Doktor bekommt doch bestimmt auch ein Glas, oder? Ja, natürlich. Noch ein Glas für den Herrn Doktor. Komm sofort. Wir haben nämlich was zu feiern. Ach so? Ja, Werner hat mir in einer sehr ernsten Sache geholfen. Ja, eine Kleinigkeit. Hey, ich stand schon mit einem Fuß im Gefängnis. Nein. Werner hat mich gerettet. Mein Ritter. Dann ist aber auch alles gesagt, ja? Für mich nur ganz bisschen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ach, kümmert sich Ihr Ritter denn gar nicht um Ihr leibliches Wohl? Wie? Nun, natürlich. Ich habe bereits einen Tisch im Restaurant reserviert. Oh, für uns drei? Ich glaube, der liebe Herr Doktor muss sich nur um seine Patienten kümmern, nicht wahr? Ach, der liebe Herr Doktor hat seine Patienten heute zum Glück schon alle gesund gemacht. Ach, wie schön. Also, auf Werner Saalfeld, den rüstigen Ritter ohne Rüstung. Auf Werner. Jetzt Ihre Frau anrufen oder nicht? Naja, versuchen kann ich's natürlich. Aber soweit ich weiß, sind die heute im Zoo und die Hildegard hat normalerweise das Handy die meiste Zeit ausgeschaltet wegen der Auslandsgebühren.
Aber man muss sie doch irgendwo erreichen können. Ja, eventuell über das Handy meiner Tochter. Aber ich habe jetzt meins nicht. Nehmen Sie meins wegen der Kosten. Nein, nicht wegen der Kosten, sondern ich habe die Nummer nicht im Kopf. Aber ich habe mein Handy unten und ich probiere es gleich. Ja, bitte tun Sie das. Ich muss einfach wissen, wo mein Sohn steckt. Ja, also draußen in der Natur, da vergisst man die Zeit schon einmal. Aber der wird seine Küche nie so lange allein lassen. Ach, das Team ist doch gut eingespielt und der Jonas ist ja auch noch da. Eben. Ja, ich gebe Ihnen dann sofort Bescheid. Ja, tun Sie das, Herr Sonnbichler. Okay. Danke. Oh, hallo, Herr Sonnbichler. Sag mal, hat sich Niklas bei dir gemeldet? Nein, wieso? Ist er noch nicht zurück? Nein, hat er dir auch nicht gesagt, wo Sie hin wollten? Nein, ich habe ihn getroffen, dann war plötzlich Patricia da. Nein, keine Ahnung. Mir gefällt das alles nicht. Und wenn Patricia im Spiel ist. Oh, ich glaube, wir brauchen Nachschub. Also, ich nehme auf jeden Fall noch was. Ich glaube, es reicht langsam. Auf meinen Retter. Nein, Ritter. Retter und Ritter. Reiter. Müssen Sie nicht langsam? Nein, der Doc kann doch jetzt nicht gehen. Jetzt wird getanzt und der Doc, der spielt Klavier. Der Doc muss uns jetzt leider verlassen. Aber doch nicht jetzt, wo es gerade so lustig wird. Oh. Es ist ja gerade noch gut gegangen. Du denkst, mir ist ganz schön schlecht. Das haben Sie ja fein hingekriegt. Was? Was hat das mit mir zu tun? Wer hat dir ständig nachgeschenkt? Sie haben doch eine Flasche nein, bestellt. Bitte nicht streiten. Ich glaube, ich muss... Wir gehen jetzt besser. Ja, aber ob sie es bis nach Hause schafft? Die Fürstensuite. Herr Sonnbichler geht ja auch mit und Sie kennen sich doch auch aus in der Gegend. Frau Sonnbichler hat gemeint, es gibt mehrere Stellen, wo man Kräuter und Beeren finden kann und was mich am meisten beunruhigt ist, dass ich ihn nicht erreichen kann und das schon seit Stunden. Ich habe Sabrina immer noch nicht erreicht, ständig nur die Mailbox. Und Sie inzwischen mit dem Bruder gesprochen? Ach, die beiden müssen sich erstmal akklimatisieren nach dem langen Flug. Finden Sie es gar nicht merkwürdig, dass sich die beiden nicht melden? Also ich mache mir Sorgen. Ihr Urlaub ist wirklich längst überfällig. Sie sehen ja schon Gespenster. Herr Heinemann? Alles in Ordnung? Oh nein, das tut mir so leid, dass ich mich gerade an Sie wende. Nein, das ist schon in Ordnung. Nein, ich frage besser jemand anderen. Ich komme natürlich mit. Und wir werden die beiden auch ganz sicher finden. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man in den Bergen keinen Empfang hat. Was hat sie? Zu viel Champagner getrunken. Ja, sehr witzig. Ich meine, sie ist doch bald wieder auf den Beinen. Morgen früh ist sie bestimmt wieder quicklebendig. Gibt's da nicht eine Spritze oder so? Das Beste ist jetzt Ruhe. Weshalb ich sie auch langsam bitten würde. Es tut mir so leid. Ich schaue nachher nochmal nach dir. Herr Doktor? Ja? Oh, ich überprüfe noch kurz Ihre Vitalfunktionen. Ich bin so blöd. Champagner auf nüchternen Magen, das vertrage ich ja einfach nie. Das meiste ist ja wieder draußen. Und dank Werner Saalfels vorausschauender Umsicht haben Sie ein riesengroßes Bett jetzt für sich alleine. Obwohl er sich das wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt hat. Oh, das ist gar nicht so lange her, dass ich abgestürzt bin. Das war auch von Champagner. Da lag ich in einer riesen Badewanne voll Shampoos. In Bikini. lachen Sie mich aus? Nein, ganz und gar nicht. Oh, was denn dann? Ich denke... Das Beste ist jetzt, wenn Sie sich ein bisschen ausruhen. Aber was ist denn, wenn mir wieder schlecht wird?
Soll ich sitzen bleiben und aufpassen? Das wäre schön. Oh, ein Glas Champagner? Sie wissen es natürlich schon. Dass Sie meine kleine Schwester bis zum Erbrechen abgefüllt haben? Allerdings. Ich hätte gerne einen Espresso, ja? Petra, einen Espresso bitte. Sehr gerne. Darf ich offen reden? Als ob Sie sich davon abhalten ließen. Aber Sie können sich Ihre Predigt sparen. Ich weiß selbst, dass es dumm war, Poppy auf nüchternen Magen Alkohol trinken zu lassen. Poppy ist alt genug, um zu entscheiden, wann sie trinkt und wann sie nicht trinkt. Ja, alt genug ist auch mein Stichwort. Bevor Sie sich ereifern, Poppy und ich, wir lieben uns. Ihnen ist doch schon klar, dass Sie nur mit ganz großem Wohlwollen als Vater und Tochter durchgehen. Eher als Opa und... Sagen Sie mal, wie geht es eigentlich unserem gemeinsamen Enkel? Tja, die Zeit schreitet an uns allen nicht spurlos vorüber. Miguel könnte problemlos als mein Sohn durchgehen. Problemlos. Danke. Was hat Poppy Ihnen eigentlich getan, außer dass sie jünger ist? Bitte? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Sehen Sie, André hatte immer nur Vorteile durch mich. Wer hat die Eltern dazu überredet, ihn bis 12 Uhr weggehen zu lassen? Wer hat ein 5-Sterne-Hotel zum Erfolg geführt, von dem er profitieren konnte? Nachdem er seine Gaststätte in der Halle an die Wand gefahren hat? Hat das mir je gedankt? Soll ich jetzt eine kleine Lobeshymne anstimmen? Sie sollen überlegen, ob Sie Ihr Verhältnis oder Ihre Einstellung zu Poppy nicht ein wenig ändern können. Schauen Sie, André, wenn man nur am Meckern, immer zu meckern, sogar kurz vor seinem Abflug, meckern. Was gebe ich heute dafür, von ihm wieder angemeckert zu werden? Das ändert trotzdem nichts daran, dass Sie zu alt sind für Poppy. Leider nicht. Komm. Ja. Und das, wo ich doch Blaubeeren so gerne mag. Jetzt dauert es bestimmt nicht mehr lang, dann kommt jemand. Du musst nicht bei mir bleiben. Du kannst mich auch alleine lassen. Ich kann hier selbst kaum gehen. Außerdem will ich dich nicht allein lassen. Wenn wir das hier überleben, dann heirate ich dich. Was? Dann sage ich jetzt einfach mal...
Ja. Wir waren wirklich überall? Ja, da dürfen wir gern selber nachschauen. Nein, ich weiß schon, Herr Sombichler. Wir waren an allen Parkplätzen und in allen Gegenden, die die Hildegard mir genannt hat. Aber das heißt doch eigentlich gar nichts. Kräuter kann man an jedem Ort finden, suchen. Ja, der Herr Heinemann hat schon recht. Die zwei können überall sein. Die beiden zu finden ist nahezu unmöglich. Also speziell für uns drei, weil es ja jetzt auch schon dunkel wird. Was ist, wenn was passiert ist? Dann müssen Sie noch die ganze Nacht ausharren. Sag mal, warum geht denn da niemand ans Telefon? Entschuldigung, ich husch. Die Polizei beginnt morgen früh mit der Suche. Was, wenn es zu spät ist? Das dürfen Sie gar nicht erst denken. Ich kann nicht anders. Ich habe ein ungutes Gefühl, seit die beiden aus dem Haus gegangen sind. Ich bin mir sicher, morgen früh kommen beide wohlbehalten wieder zurück. Also die Entenbrust für Tisch Nummer 5 in die Pfanne, das Risotto für Tisch Nummer 2 mit Salat. Herr Saalfeld, bitte. Schmeckt gut. Ja, danke, aber wir können Sie jetzt gerade hier nicht brauchen, tut mir leid. Ei, ei, Sir. Herr Küchenchef. Was soll ich denn machen, wenn der Stahl nicht aufkreuzt? Und meine Tante ist in London. Ja, was denn? Sie machen Ihre Sache doch gar nicht schlecht. Im Ernst? Ja, alleine sind Sie auch nicht. Also bei mir ging es nicht so schnell, bis ich die heiligen Hallen hier übernehmen durfte. Ganz ehrlich, ich könnte gerne noch warten. Aber zuvor habe ich noch einen Spezialauftrag für Sie. Und zwar? Ich bräuchte einen kleinen Imbiss für eine etwas kränkelnde junge Dame in der Fürstensuite. Für Poppy. Zwar der Kleinigkeit, nicht so schwer, aber mit Pfiff. Kriegen Sie das hin? Ja, klar. Ich lasse es ihr dann bringen, ja? Das mache ich dann selber. Wie Sie wollen. Das mit der Laugenstange war wirklich eine gute Idee. Brezen helfen mir bei Übelkeit immer am besten. Ich hatte aber auch wirklich Hunger. Ja, kein Wunder, wenn Sie vorher kaum was gegessen hatten. Aber dass mich 2 Gläser Champagner so umhauen. Haben Sie sich schon mal auf eine Histaminunverträglichkeit untersuchen lassen? Ich wüsste ja nicht mal, wie ich das richtig ausspreche. Es ging nämlich vorher wirklich schnell. Also Sekt vertrage ich bis zum Abwinken, aber Champagner? Aber das spräche auch für eine Histaminintoleranz. Denn Champagner wird auch aus roten Trauben gemacht. Sekt nicht, also nicht in der Regel. Was Sie alles so wissen. Das hätte ich fast vergessen. Bei unserer kleinen Zeremonie am Bach, da habe ich begriffen, ich darf den Schmerz nicht mehr betäuben mit Alkohol, ich muss ihn einfach zulassen. Wir kriegen das schon hin. Danke für alles. Wow. Warum sitzt du denn hier im Dunkeln? Tut mir leid. Hast du getrunken? Aber es hat nicht viel gefehlt. Ich weiß, dass da Wein im Kühlschrank gewesen wäre. Es
ist nicht leicht, oder? Hast du gehört, dass Niklas Stahl vermisst wird? Er ist mit Patricia auf dem Ausflug unterwegs. Mich erinnert das alles so verdammt an Sabrina. Diese Hilflosigkeit, die Ohnmacht und dann diese verdammte Warterei. Und dann kommt alles wieder hoch. Weißt du, ich denke, dass wir uns um die beiden keine Sorgen machen müssen. Die sind frisch verlobt, wie auch immer man sich mit Patricia verloben kann. Aber ich glaube, dass die beiden einfach losgefahren sind und die Zeit vergessen haben. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass du so verdammt stolz auf dich sein kannst. Du bist trotz allem standhaft geblieben. Reizende Überraschung. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie schlafwandeln. Ich hatte gehofft, dass ich zumindest um diese Zeit Ruhe vor Ihnen habe. Auch ein Glas? Sie nicht mal Ihre Beziehung zur hiesigen Polizei spielen lassen? Wegen Ihres Sohnes? Passt so gar nicht zu Niklas, einfach so abzuhauen. Tun Ihre Kinder das nicht ganz gerne mal? Tja, nur dass er seine Küche einfach so allein lässt. Wir mal sehen, was sich tun lässt. Das mit der kleinen Schweizer, das war nicht so die feine Art. Ich bin von Ihnen doch nichts anderes gewöhnt. Ja, das eine oder andere Foul gehört bei uns beiden wohl dazu. Daran wird sie wohl auch in Zukunft nichts ändern. Ja, auf dass Ihr Sohn wohl bei Ihnen zurückkommt. Niklas? Niklas? Hier bin ich. Ich habe auf dich gewartet. Wo warst du so lange? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich habe wenig Zeit. Was? Wieso? Jawohl. Geh nicht. Wir werden uns nie mehr wiedersehen. Aber du darfst nicht gehen. Er braucht mich. Niklas ist in Gefahr.
Morgen. Guten Morgen, Frau Schweizer. Ich kann das immer noch nicht ganz fassen, dass... Entschuldigung. Ich wollte Sie jetzt nicht in der Schweigeminute stören oder so. Ich schweige nicht. Sehr gut. Ist nämlich nicht gerade meine Stärke. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass mir dieses Schlitzohr mal so fehlen würde. Tja, ich meine, wir hatten ja nicht nur positive Erlebnisse. Ja, so ging es wohl jedem Mal mit André. Aber im tiefsten Innern seines Herzens war er ein guter Kerl. Sie standen sich ja auch mal näher. Ja, das hat mir Sabrina erzählt. André war ein Stehaufmännchen. Wie oft ist er hingefallen und immer wieder aufgestanden? Tja, bis auf dieses eine Mal. Ein einfaches Ende wäre ihm wohl auch nicht gerecht geworden. Aber Sabrina, mein Gott, die war noch so jung. Auch wenn sie im Rollstuhl gesessen ist, aber sie hatte das ganze Leben noch vor sich. Ich fand das damals großartig von ihm, dass sie weiter mit ihr zusammengearbeitet haben. Danke. Ein Lob aus Ihrem Mund? Naja. Verbuchen Sie es als Gefühlsduselei. Angesichts der Trauer um André und Sabrina. Tja, wie schnell das gehen kann. Von einem Moment auf den anderen. Ist alles vorbei. Schrecklich. Dabei ist mir immer noch, als wäre es nicht wahr. Geht's Ihnen auch so? Ich denke oft, André ist einfach nur im Urlaub. Und steht morgen wieder in der Küche. Und schikaniert das Personal. Ja. Wunderbar. Спасибо. Auf unsere Дружба. Auf unsere Дружба. Na, здоровье. Jawohl. Ach, André, wir sind wie Brüder. Hm? Das sind wir. Wirklich. Sag mir. Schach. Spielst du Schach? Ja, ich, ehrlich zu sein, nicht besonders gut. Laura. Schade, schade. Hier kann ich bestimmt nicht das Wasser reichen. Ja, ich meine, ich bin nicht so gut wie du, aber wir können es ja mal probieren. Wirklich? Da. Leid, aber schon in Ordnung. Jonas! Ja? Wo bleibst du denn? Ich komm ja. Frau Schweizer wird sich auch freuen. Na, die ist die Nacht nicht heimgekommen. Noch eine Verschollene. Ich glaube, die ist beim Chef. Warum hat das denn so lange gedauert? Ich schlaf doch noch halb. Wir müssen 2 Stunden in der Küche sein. Okay, das ist wirklich wichtig jetzt. Guten Morgen. Ja, moin. Sophie, möchte, dass du dir was auf der Karte anschaust, ob dir irgendein Name bekannt vorkommt. Was für ein Name? Da, wo Niklas und Patricia hingefahren sein könnten. Aber ich habe ja schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Deswegen ja die Karte. Von mir aus? Kommt nichts bekannt vor. Aber Niklas hat ihm doch gesagt, wo er hin wollte. Ja, aber nur so nebenbei. Dann werden wir den Ort auch finden. Und wenn wir jeden Weiler einzeln laut vorlesen müssen. Was ist denn, wenn das so ein kleiner Ort ist, dass er auf der Karte nicht drauf ist? Irgendeine Schlucht oder eine Wiese, ein Feldweg? Du bist doch von hier, oder? Ja, schon, aber... Und du kennst Patricia von früher. Fällt dir da irgendwas ein? Egal was, sag alles, was dir in den Kopf kommt. Irgendein Ort, der nicht auf der Karte vermerkt ist. Soll ich jetzt nicht mehr gucken? Doch! Okay, die Meisinger Schlucht, Überacker,
Hartinger Lohe, Liebfelding, der Gruberwald. Sag das nochmal. Gruberwald, der heißt eigentlich Wolfgangwald, aber nein, bis davor. Liebfelding. Das ist es. Ich bin mir ganz sicher. Nur weil Sie geträumt haben, dass Ihr Bruder in Gefahr ist. Okay, es klingt verrückt, aber ich weiß es einfach. Ich bin mir sicher, dass Niklas in Gefahr ist und einen Arzt braucht. Hatten Sie noch nie so Vorahnungen, dass etwas Schreckliches passiert und das dann auch eintritt? Ich nicht, aber... Damals in Thailand, da gab es einen Hund, mit dem habe ich immer gespielt. Und eines Nachts, da habe ich geträumt, dass ich mich von diesem Hund verabschieden muss. Und dann ist ihm was passiert? Er wurde überfahren. Okay, Sie müssen an solche Dinge nicht glauben, aber... Darf ich was dazu sagen? Entschuldigung. Meine Tochter Debbie, sie hatte auch manchmal solche Ahnungen. Die wenigsten davon sind eingetroffen. Ja, umso besser. Wenn nichts passiert ist, was ich mir sehnlichst wünsche, dann stehe ich tief in ihrer Schuld. Falls ich aber doch recht habe, dann müsste ich mir ewig Vorwürfe machen. Hm? Was machen Sie? Gehen Sie mit? Das ist doch das, was Sie unbedingt wollen, nicht? Oh, danke, danke, oh, danke. Schon gut. Meine Sprechstunde ist ja erst in 2 Stunden. Und Liebfelding ist ja jetzt nicht so weit weg. Jetzt doch. Hätte ich Ihnen zumindest nicht im Ansatz geglaubt, dann wäre ich jetzt nicht hier. Aber seitdem wir sein Auto gefunden haben, habe ich selber ein komisches Gefühl. Niklas! Frau Dietrich! Sollten wir doch die Polizei rufen. Was? Ich dachte, das hätten Sie schon getan. Nein, Nils hat gestern Abend die Polizei gerufen, aber da wussten wir noch nicht, wohin die beiden unterwegs waren. Bitte rufen Sie sie an. Frau Dietrich! Niklas! Ja. Haben Sie das auch gehört? Da drüben. Stell mal, schnell. Frau Dietrich! Niklas! Niklas! Ich wundere mich nur, weil so oft ruft meine große Schwester mich ja nicht an. Ja, mir geht's bestens. Das waren ja auch nur 2 Gläser. Mhm. Und das Beste ist, ich weiß jetzt warum, ich habe eine Histogrammtoleranz. Ja, Intoleranz? Kann auch sein. Ja, mhm. Wegen dieser kleinen Trauben. Histamin? Ja, kann sein. Mhm. Ja, jedenfalls sind die daran schuld, dass ich heute Nacht alleine in der Fürstensuite geschlafen habe. Mhm. Nein, er ist nicht zu alt. Jaha. Bis später. Ciao.
Ich komme. Morgen. Morgen? Na, geht's wieder besser? Warum bist du heute Nacht nicht mehr gekommen? Ich wollte nicht stören. Du hattest es aber versprochen. Du warst alleine? Wer hätte denn bei mir sein sollen? Dr. Niederbühl, unser Halbgott in Weiß mit seiner wallenden Mähne, seiner träumenden Klavierspielerei. Du bist eifersüchtig. Ich? Bestimmt nicht. Klingt aber so. Ja. Dafür gibt's aber wirklich gar keinen Grund. Ich will wirklich nur dich. Ja, natürlich. Ganz, ganz ehrlich. Du bist das Tollste, was mir je passiert ist. Tatsächlich? Glaubst du, wir haben noch eine Stunde hier in der Fürstensee? Eine? Zwei? Drei? Seid zu spät. Er ist tot. Er hatte eine Blutvergiftung, deswegen das hohe Fieber. Und was ist mit seinem Bein? Die Wunde ist gesäubert. Er wird es doch nicht verlieren. Eine Mätresse ist die Frau fürs Bett. Und nicht die Frau an der Seite eines Königs. Das da ist Werners königliche Bezahlung. Genauso gut hätte der dir ein paar Scheine auf den Nachttisch legen können. Das ist eine Wildkamera. Alles, was sich hier im Umkreis bewegt, wird automatisch fotografiert. Also auch der Täter. Eigentlich wollte ich mich ja nur an deinem Vater rächen, aber was wir da zusammen durchgemacht haben, in der Schlucht.